Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Die CDU-Spitze wählt die Basis zur Trümmerfrau. Und was wird besser in dieser? Wie heiter melancholisch Laschet jetzt seine eigene Insolvenz weiterverwaltet, das Respekt hat schon Größe. Statt Hartz IV kündigt SPD-Chefin Esken in der Taz ein Bürgergeld an. Es soll auskömmlich sein. Was genau dürfen wir uns darunter vorstellen? Ihr seid ja Füchse. Die Esken will es euch nicht sagen, da fragt ihr mich, der weiß es garantiert nicht. Auskömmlich sind weder die 446 Euro Ist-Zustand bei Hartz, noch die 600 Euro, die die Sozialverbände fordern. Bekömmlich erst recht nicht. Bis zum Lohn ist da sowieso noch reichlich Abstand, also Lohnabstandsgebot. Zumal mit dem Mindestlohn, der höher wird, dieser Abstand noch puh. Esken macht aber zwei interessante Angebote, das sind Differenzierungen. Für die alleinerziehende Mutter kann nicht der gleiche Jobdruck gelten, wie meinetwegen für einen Unabhängigen, der eh gerade einen Job sucht. Ein neues Kindergeld könnte endlich den Wohlstand der Eltern berücksichtigen, also vielleicht mal weniger Kindergeld für Multimilliardäre. Im günstigen Fall gibt es also oft die Frage, wie hoch wird das neue Bürgergeld? Keine Antwort, weil es zu viele gibt, weil es mehrere jeweils angemessene Leistungen geben wird. Das wäre gut. Bisher ist das Bürgergeld nur eine gute Nachricht für Angehörige der Familie Hartz, so möchte man echt nicht heißen. Genosse Novabo will nicht mehr für den SPD-Vorsitz kandidieren. Wer wird sein Nachfolger? Diese vielgeschmähte Links-Links-Lösung, Novabo und Esken, erlaubt es der SPD zugleich, rechts einen durchzuschmuggeln zum erfolgreichen Kanzlerkandidaten. Zudem hielt sich dieses Geltungsbedürfnis der beiden Elder Statespeople, also States Couple, wohltuend in Grenzen. So kann es weitergehen. Esken weiß, dass sie derzeit alles ist, was sie jemals hätte werden können. Ein bisschen mehr. Und Scholz wird das gerade. Also ließe sich neben Esken jetzt, sagen wir mal, mit Lars Klingbeil ein eher rechter Sozi aufbauen, der Kampagne kann, der Timing kann und der klug die Schnauze halten kann. Kevin Kühnert muss zur Bewährung erstmal in irgendein Amt und das meistern. Und Karl Lauterbach vom Dienst bei Markus Lanz ist kein Amt. Natürlich spricht auch nichts gegen eine gendersymbolisch hochwertige Frauendoppelspitze, außer Franziska Giffey, die den Job sofort machen würde. Eben. Von wegen alter weißer Mann. Die katholische Jugend diskutiert darüber, Gott in Zukunft zu gendern. Halleluja oder um Gottes Willen? Das ist eine gute Idee, wenn man Altgermanen lachen hören will. Das Wort Gott war ursprünglich ein Neutrum und galt für Gottheiten beiderlei Geschlechts. Es stammt möglicherweise von einem alten Verb, das Anrufen bedeutet, also wie im Gebet, oder Ausgießen, wie beim Opfer. Erst unter christlichem Einfluss wird das Genus maskulin, notieren etymologische Lexika. Und gerade ich als nordischer Recke muss da der katholischen Jugend zurufen, hey, ihr habt's versaut, bringt's Gottverdammt nochmal in Ordnung, schnell, das Gott. Es ist wieder soweit. Zeitumstellung. Laut Umfragen folgen Schlafstörungen, Gereiztheit und depressive Verstimmungen. Was sind Ihre Tipps gegen den Mini-Jetlag? Ja, niemand will diese Zeitumstellung. Die ehedem wissenschaftlichen Argumente sind widerlegt, die militärischen Gott sei Dank derzeit nicht aktuell. Die EU-Kommission, das EU-Parlament wollen sie seit 2018 abschaffen. Also ist die Sommerzeit eines jener Unglücke, an denen wir festhalten, weil wir uns das Glück zwar wünschen, aber doch im Unglück eher zu Hause fühlen. Mit dieser hochwertigen philosophischen Betrachtung kann man die Bonusstunde locker verplempern und dann ist wieder gut. Privat lehne ich übrigens nur die Frühjahrsumstellung ab, eine Stunde weniger schlafen. Im Herbst finde ich es gut. Ab 2022 soll in Spanien Süßigkeitenwerbung verboten werden, die sich gezielt an Kinder richtet. Brauchen wir das in Deutschland auch? Ja, doch da sei Kinderschokolade vor. Wie heißt die denn dann ab 22 in Spanien? Altersinklusives Überraschungsei. Und was machen die Borussen? Okay, wir haben jetzt einen echt sehr gut aussehenden Trainer. Aber die Kölner haben einen hochemotionalen, quasi rheinischen Jürgen Klopp mit einer Laufleistung knapp oberhalb des Durchschnitts aller seiner Feldspieler. Also das 2:0 war schön, 3 Punkte auch gut, aber nicht gerecht.